Datum, 4.1. 17. Und dein Thema war was? Haku. HQ. Und da wolltest du irgendwie so einen kleinen Einstieg haben, ne? Also Genau, so Schnupperkurs. einen Schnupperkurs, wie das gehen könnte. Ja? Schnupperkurs. So. Dann gucken wir uns mal zumindest mal an, was, womit ich immer so anfange, weißt du? Denn ich sag mal, wenn es also um die HQ geht, dann haben wir ja verschiedene Themenfelder. Themenfelder für die Prüfung. Ja? Okay. Was für Themenfelder haben wir denn? Also, was, du weißt, dass wir das also immer in dem, ich glaube, 60, 20, 20 so teilen, weißt du? Wenn wir jetzt in dem Bereich Technik sind und darüber reden wir ja, oder? Auf jeden Fall in Technik. So, Technik. Da hast du in der Technikprüfung eine Wertung von 60, 20, 20, glaube ich, ne? Oder ja, ich glaube, so ist das. Ja, ich glaube auch. Ich Da weiß hast, es auch nicht genau, aber ich aber glaube so auch. in etwa ist das. Ich glaube, 60% soll Technik sein, die 20% sind irgendwie, was weiß ich, betriebswirtschaftliches Handeln oder was und das andere ist Organisation oder irgend so ein Zeug oder Personal und so ein Kram, ne? Aber das kann man Genau. immer nicht so ganz genau auseinanderhalten. Die Punkte sind manchmal ziemlich häufig irgendwie unterschiedlich. Aber wenn du über die Themenfelder redest, dann kann man ja zunächst mal Folgendes sagen, dass du die gesamte Fertigungstechnik kennen sollst. Die Fertigungstechnik. Und diese Fertigungstechnik bedeutet hier für uns, dass du natürlich wissen musst, wie Bauteile hergestellt werden sollen und hergestellt werden müssen. Und dazu brauchst du eigentlich die gesamte Kenntnis aller Fertigungsverfahren. Und da gibt es die Okay. sogenannten Fertigungshauptgruppen, weißt du? Wenn ich mir so ein Bauteil jetzt mal einfach angucke, ich kann mir ja zum Beispiel einfach mal so ein Gebilde hier rausnehmen, weißt du? Also irgend so ein Bauteil hier, hier ist zwar schon Gewinde reingeschnitten und so weiter, und das soll hergestellt werden. Dann musst du natürlich irgendwie schon mal gucken, also ja, wie soll ich es am besten machen? Und wenn du hier jetzt so ein bisschen reinguckst, ich glaube, man kann das schon so einigermaßen erkennen. Dann siehst du teilweise hier vorne ist es so ein bisschen gedreht. Wenn ich hier so ein bisschen weiter gucke, dann siehst du auf einmal hier so eine komische Gussstruktur, weißt du? Und hier siehst du das, den Schaden, weshalb das Ding bei mir auf dem Tisch liegt. Da ist so ein kleiner, so ein Loch drin. Kannst du das erkennen? Das nennt man Lunker. So, das heißt also, wir werden irgendwie versuchen, also am Ende des Tages irgendwie Fertigungsverfahren herauszukriegen, nach denen wir irgendwelche Bauteile herstellen können, ob das nun sowas hier ist oder ob das jetzt hier zum Beispiel so eine Feder ist, weißt du? Okay. Wie man sowas also herstellt. Und da kann man natürlich erstmal die Fertigungshauptgruppen ansprechen. Und welche Fertigungshauptgruppen kennst du denn? Ja, ich könnte es umformen, Also fangen wir mal an. trennen. Genau, super. Und das ist auch das, worauf es erstmal so ein bisschen ankommt. Das heißt, also ich fange immer an mit dem Urformen. Ich weiß immer nicht warum, das habe ich mir aber so ein bisschen eingeprägt, weißt du, weil ich sage Urformen. Und dann heißt es im Grunde genommen nichts anderes als aus losem Stoff einen Zusammenhalt schaffen. Ne? Aus einem formlosen Stoff Zusammenhalt schaffen. Das heißt Urformen. Richtig? Okay. So, und dann hast du hier sowas hier. Da haben wir hier irgendwie schon aus einem Draht sozusagen diese runde Struktur hergestellt hier oder diese Feder gebogen, würden wir wohl sagen, oder gewickelt heißt das eigentlich hier richtig. Und dann haben wir das Umformen. Einverstanden? So, wenn wir jetzt so ein bisschen weiter reingucken, du hast es auch schon gesagt, naja, man wird die Bauteile jetzt im Grunde genommen nicht so perfekt herstellen können. Man muss sie dann im Prinzip hinterher nochmal irgendwie spanend nacharbeiten. Hier ist gedreht worden, ja. Also kannst du auf jeden Fall die nächste sogenannte Fertigungshauptgruppe nehmen und die heißt dann Trennen. Einverstanden? So, das hattest du aber, glaube ich, auch irgendwie schon so in der Reihenfolge in etwa gesagt, ne? Genau, Urform halten. Eine Urform, Umform, Trennen und dann geht es weiter. Verdammt, Biegen. jetzt brauchen wir Biegen, das gucken wir uns gleich nochmal so ein bisschen genauer an. Aber ich brauche jetzt irgendwie nochmal ein Verfahren, wo also auch was zusammengebaut wird. Das suche ich hier gerade, aber ich habe hier nichts. Biegen. Nee, biegen ist Umform. Das schreibe ich gleich mal hin. Können wir ja Ah, ruhig mal. nee, fü Bitte? fügen. Fügen, exakt. Fügen. Fügen gehört dazu. Fügen. Und wir schreiben uns hier gleich mal so ein paar entsprechende Fertigungsverfahren hin. Was ich wollte jetzt noch nicht alles auf einmal machen. Erstmal wollte ich diese Fertigungshauptgruppen mir mal klar machen, damit man sieht, okay, so funktioniert das.
Was hast du denn sonst noch für Möglichkeiten, im Grunde genommen Materialien irgendwie nicht nur herzustellen, oder welche Hauptgruppen gibt es denn noch? Aber die solltest du auf jeden Fall kennen. Fügen. Das andere ist nämlich im Grunde genommen Beschichten. Beschichten. Was ist Beschichten? Naja, im Grunde genommen kannst du wahrscheinlich, erkennst du das hier auch? Was ist das hier für ein Ding, was ich hier in der Hand habe? Zum Drehen. Genau, das ist eine Wendeschneidplatte, heißt das Ding, ne? Das Ding, das kommt in so einen Wendeschneidplattenhalter. Und dann können wir praktisch also mit dem Ding hierher gehen und also im Grunde genommen die Zerspannung so vornehmen, ne? Bzzzt, ja? Das verstehe ich. Und wenn du jetzt mal genau hinguckst, dann kannst du hier erkennen, also dass hier praktisch so eine Bruchkante ist, das ist auch abgebrochen hier, weißt du? Dann kannst du sehen, darunter ist es grau und an der Oberfläche ist es richtig schön, naja, goldfarben ist vielleicht übertrieben, aber eben so dieses hellbraun oder ockerfarben, ne, weißt du? So, was ist das denn? Ist das korrodiert oder was? Nee, das ist schon abgenutzt. Also das Ding ist abgenutzt, aber wir haben im Grunde genommen auf der eigentlichen Wendeschneidplatte eine Schutzschicht aufgebracht, die im Grunde genommen die Standzeit von dem Material hier ein bisschen verbessern sollte. Und dann haben wir praktisch das Bauteil beschichtet mit einer verschleißbeständigen Schutzschicht, die sozusagen, naja, wie gesagt, die Schneidengeometrie möglichst lange in Form hält. Ne? Hier sieht man so ein bisschen schon. Also kann man das sehen, dass es vorne so abgenutzt ist? Ja, das sieht man, das sehe ich. Okay, bei mir. Ich habe nämlich nur so einen ganz kleinen Monitor, also einen Kontrollmonitor, und den, sonst zoome ich das daran, dann kannst du es nämlich wirklich also auch echt affengeil sehen, was? Weißt du? Beschichten. Und da würden wir praktisch da würden wir auf der Oberfläche hier sozusagen die Schutzschicht produzieren, damit eben diese Verschleißbeständigkeit von dem Material einhergeht. Aber denk doch auch mal einfach an das Lackieren oder was weiß der nicht, verstehst du? Zum Beispiel kannst du ja sagen, wir brauchen bestimmte Materialien, die gehärtet werden müssen, ja? Drehmeißeln, Bohrer zum Beispiel, weißt du? Dann musst du den doch im Prinzip nochmal irgendwie härten oder sowas. Und dann heißt es, ja, Eigenschaften ändern heißt das dann, ne? Stoffeigenschaften ändern. Ändern. So, das sind praktisch die sogenannten, wie habe ich die Dinger genannt? Fertigungshauptgruppen. Genau. So, also die sogenannten Fertigungshauptgruppen. So, die musst du kennen, ne? Aber das ist, glaube ich, auch noch nicht mal das Schwierigste. Die hast du ja auch ratzfatz irgendwie schon mal so hingeschrieben, aber die helfen dir nicht im wirklichen Leben weiter. Denn am Ende müssen wir ja gucken, das sind ja nur Sammelbegriffe für bestimmte Fertigungsverfahren. Dann fangen wir mal an mit dem Urformen. Und dann hätte ich gerne zum Urformen zum Beispiel mal ein paar verschiedene Verfahren von dir gehört. Wie kann man also, was ist praktisch so Urformen? Das heißt, aus dem formlosen Zustand Zusammenhalt schaffen. Ne? Also aus formlosen Zustand Zusammenhalt schaffen. Ne? Ach so, sind dann oder sowas dann. Genau. Also wenn du dir diesen Satz so ein bisschen einprägst, dann glaube ich, hilft dir das auch immer ganz gut weiter. Das heißt also, irgendwo hast du irgendwas, was formlos ist. Und dann fange ich mal an, darüber nachzudenken, wenn ich also hier auch wieder bei meiner Wendeschneidplatte bin, dann weiß ich ja, dass dieses Material, aus welchem Material besteht denn das Zeug überhaupt? Stahl. Stahl ist dieses hier. Oder Stahl könnte irgendwo sowas hier sein. Ja, guck mal hier. Das ist mein Stahl hier, ne? So eine Hülse, irgendwie so eine Gleithülse hier von irgendwas, weißt du? Da ist Stahl drin. Oder wenn du dir diese Kugeln hier anguckst von dieser Laufkiste, da kann man vielleicht reingucken, weißt du? Da. Dann ist das Stahl. Aber das hier ist kein Stahl, damit wollen wir das Zeug hier bearbeiten, verstehst du? Also, aus welchem Material besteht eine sogenannte Wendeschneidplatte? Keine Ahnung. Das sind Karbide. Das heißt also, man hat also Karbide. Verschiedene Eisenkarbide, Wolframkarbid und so weiter. Und das Ganze wird als Pulver gemischt und dann wird es gesintert. So, das heißt also, also diese Platte hier, die würde also zum Beispiel durch Sintern hergestellt werden. Sintern, oder meine andere. Schon mal gehört? Ja, ich habe gehört. Das sind ja solche Pulverdinger. Genau, Sintern.
Sintern, und dann musst du natürlich wissen, was Sintern ist. Verstehst du? Das kriege ich jetzt natürlich jetzt hier auf mein Blättchen gar nicht so rauf, weil ich kann ja nicht da so ein dickes Fachkundebuch praktisch auf eine Seite projizieren. Das kriege ich nicht hin. Also was Sintern ist, das musst du wissen, ne? Mischen der Pulver, Zusammenpressen der Pulver, Pulver verbacken, sodass aus diesem eigentlichen gepressten Material am Ende ein einzelnes Stück wird, und dann entsprechend nacharbeiten oder dann auch nochmal beschichten oder in der Art und Weise dann das Bauteil fertig bringen. Sintern. Aber das wäre noch nicht mal das Erste gewesen, worauf ich so gekommen wäre. Wenn ich mir zum Beispiel sowas hier angucke. Ja. Das ist ja relativ kompliziert, oder? Na, guck mal hier, das ist also hier in der Mitte ist hohl, dann hast du hier so einen Rand. Hier oben hast du praktisch dann sozusagen die entsprechende Aufnahme für das Gegenstück, weißt du? Also, wie genau wird sowas hergestellt? Das wäre zum Beispiel durch Gießen. Das heißt, wir würden also versuchen, genau wie hier im Übrigen auch, ein Bauteil herzustellen, das eigentlich möglichst wenig Zerspannung von uns verlangt, weil wir wollen ja nicht an dem Ding viel zersparen. Ich könnte mir ja ein Stück von der Salami abschneiden, könnte dann hier vorne sozusagen den Innenhohlraum produzieren, den ich durch Drehen zum Beispiel oder Bohren, ja. Dann hätte ich praktisch das dünne, Fräsen. ja, oder Fräsen von mir aus. Und dann hätte ich hier irgendwo das Ganze nochmal drehen müssen hier vorne. Und dann hätte ich also am Ende aus dem Vollen das Material herstellen, also das Bauteil herstellen können. Also, Gießen ist das Zauberwort. Einverstanden? Okay. Gießen. Und Gießen würde also hier bedeuten, irgendwie das Bauteil durch das Verfahren schon möglichst dicht in die Form zu bringen, die dann da irgendwie dem wirklichen Bauteil nahe kommt, weißt du? Ich sage das deshalb, weil jedes Verfahren hier muss irgendwie ein spezielles Highlight haben. Ne? Ich hätte, sonst, wenn es kein Highlight hätte, müsste ich mich mit dem Scheiß gar nicht befassen. Verstehst du? Wenn das Verfahren nichts hat, was also irgendwie geschmackvoll ist, dann brauche ich es eigentlich gar nicht. Und genauso da möchte ich mit dir erst nochmal hinkommen. Also, Sintern, Gießen, weil jetzt kommt zum Beispiel das Teil hier hin. Was ist das hier? Ja, ein Kunststoffkappe, ne? Ja. So, und ich frage dich natürlich so, oder diesen kleinen Schlitz, warte mal, ich habe hier so jede Menge liegen, verstehst du? Ich muss es immer nur noch finden hier. Ich finde es denn sowas hier. Da. Ja. Alles Kunststoff. Was für ein Material ist denn das? Kannst du nicht wissen, sag ich mal. Das eine ist ein Silikonschlauch hier. Das erkennt man daran, dass der richtig schön fest ist, ein bisschen milchig. Eigenschaften sind bei dem Zeug hohe Temperaturbeständigkeit. 250 Grad in etwa kurzzeitig. Polyethylen, mein klassischer Schlauch, um irgendwie Druckluft zu transportieren oder was weiß ich, ne? Oder Wasser oder sonst irgendetwas, ne? Temperaturbeständig bis 60, 70 Grad, 80 Grad, und dann wird er weich langsam, je nachdem, welche Sorte man da hat. Also irgendwie wollen wir in die Form kommen, verstehst du? Irgendwie wollen wir das Bauteil in die Form bringen. Wie? Oder hier habe ich noch was anderes liegen. Irgend so ein Dichtring, weißt Vielleicht, aber ich weiß nicht, ob genau weiß ich es auch nicht. Ja, aber das musst du aber alles ganz genau eben wissen. Deshalb hast du mich ja auch gefragt, ne? Um Hilfe zumindest an der Stelle. Also irgendwie musst du dir überlegen, also erstmal Kunststoff. Mindestens zwei verschiedene Sorten. Kunststoffe werden eingeteilt in Thermoplaste, Duroplaste und in Elastomere. Schon mal gehört? Ja. So, also ich will es ja, ja genau, ich will es jetzt ja auch nicht alles erklären, sondern ich will dir ja heute nur mal so einen Abriss geben über das, was wir eigentlich alles so vorhätten. Das würde bedeuten, diesen Kunststoffschlauch muss ich irgendwo herstellen. Was sind Thermoplaste? Ja, das sind Kunststoffe mit besonderen Eigenschaften. Ja, das ist mir zu wenig, mein Lieber. Das ist doch klar. Ja, ich weiß es nicht mehr. Du weißt es Da nicht. muss ich. Genau. Ich habe es vergessen. Gut, und dann Ja, werden. ich arbeite nur mit A. Tabellenbuch hast du, ne? Denn wenn wir beide miteinander arbeiten, dann brauchst du das Ich werde es Tabellenbuch. machen. So, Tabellenbuch, und dann gehen wir mal rein und sagen, alles klar. Was hat der Dicke gefragt, sage ich immer? Kunststoffe, ne? Also, und das Ding hier, das solltest du natürlich auch in den Schnee pinkeln können, sage ich mal. Das heißt also, du siehst, ich habe hier eigentlich irgendwie jede Seite schon mal gewürdigt irgendwann mal.
Und ich habe verstanden, dass es hier erstmal so ein Register gibt. Hat 30 Jahre gedauert, bis ich das kapiert habe. M steht für Mathematik. P habe ich keine Ahnung. Für Physik. K steht für technische Kommunikation. W steht für Werkstoffkunde. M steht für Maschinenteile, Normteile. F steht für Fertigungstechnik und A kann man kaum noch erkennen für Automatisationstechnik. Und wenn ich jetzt irgendwas über Werkstoffe wissen will, dann scheint das ja schon fast mit W anzufangen, oder? Also, zack, aufschlagen das Ding. W. Und die erste Seite, die hat es eigentlich gefühlt immer so ein bisschen in sich. Weil da steht eigentlich alles, was du praktisch in den folgenden Kapiteln sozusagen sehen oder finden könntest. Und wenn ich hier reinmarschiere, dann muss es irgendwo eine Rubrik Kunststoffe geben, oder? So, und das ist genau das, was du eigentlich alles können musst. Du musst nicht im Prinzip alles ganz genau wissen. Aber wenn es dann anfängt, in die Sache zu gehen, dann musst du in der Lage sein, dir auch mit kurzen, schnellen Schritten die Informationen zu besorgen, die du also brauchst. Und du siehst ja schon, was hier los ist. Hier siehst du irgendwo so einen Spoiler oder irgendwas, keine Ahnung, vielleicht irgendwas vom Motorblock da irgendwo eingebaut, weißt du? Dann gucke ich mal nach auf der Seite 184. Einverstanden? So, aufschlagen das Ding, nicht lange quatschen. Ja, ich bin da auch schon drauf. So, 184, zack, zack, zack. Und wenn ich da drauf gucke, dann sehe ich erstmal, ups, was ist hier los? Ja, eine ganze Menge sogar, um ehrlich zu sein. Denn hier siehst du erstmal Übersicht über die Kunststoffe. Und das ist etwas, was du eigentlich wissen musst, auch vielleicht im Detail nicht ganz genau, aber trotzdem musst du wissen, im Tabellenbuch gibt es eine Einteilung über Kunststoffe. Wenn ich wissen will, was damit los ist, kann ich es sofort finden und abschreiben. Und dann gibt es erstmal zwei, also dann gibt es erstmal natürlich Vor- und Nachteile. Und die Vor- und Nachteile heißt immer, ja, gegenüber hat denn welche, mit was vergleiche ich denn bitte die Kunststoffe? Gegen was? Und im Prinzip kannst du sagen, naja, hier hast du zwei Kappen, ne? Die eine ist aus Metall, die andere ist aus Kunststoff. Und genau so vergleichen die auch. Die vergleichen also Metall gegenüber Kunststoff. Naja, und wenn du jetzt mal ohne große philosophische Anstrengung zu haben, wenn ich mal hier sowas mache, dann siehst du schon alles klar, der Kunststoff, der verbiegt sich, bei dem linken passiert gar nichts. Was würdest du denn wohl daraus ableiten? Welche Eigenschaften hat denn dieser Kunststoff? Das ist schon elastischer. Ja, der ist verformbar, ne? Gut elastisch, verformbar. Wenn du ehrlich bist, wenn ich den so verbiege, dann hat er gleich eine andere Form, ne? Ja, okay. Also Elast, der hat keine große Festigkeit, hätte ich fast gesagt. Wenn ich jetzt hergehe und da mal richtig dran reißen würde, dann würde ich den hier richtig wie so eine Tragetasche, weißt du, aus Polyethylen, dann eben einfach so auseinanderdehnen können, ne? Weißt du? Das habe ich verstanden. Also kannst du sofort sagen. Also ein Vorteil habe ich jetzt gerade gar nicht ausgemacht. Ich hätte gesagt, ein Vorteil vielleicht für das Material wäre eine hohe Festigkeit, richtig? Dann hat der eine geringe Festigkeit. Also, ich weiß gar nicht, was er hat. Nachteil, Festigkeit, ne? Ich hätte fast gesagt, wenn ich jetzt hergehe und da eine Flamme, beide mal so in so eine Kerze reinhalten würde und mal gucken würde, wie verhält sich das Material dann. Naja, bei dem Material würde die Kerze das Material heiß machen und irgendwann würde ich es hier loslassen, weil es mir wahrscheinlich die Finger verkokelt. Bei dem Material würde das vielleicht, beim Polyethylen, würde das Feuer fangen und verbrennen. Das heißt also, du kannst sofort erkennen, brennbar, nicht brennbar. Das steht hier drin, ne? Brennbar, nicht brennbar. Nun versuchen wir natürlich bei den Kunststoffen zum Beispiel durch bestimmte Zusatzstoffe, ich sag mal, diese Flammenbildung und die Rauchentwicklung möglichst gering zu halten. Denn im Flugzeug zum Beispiel oder ich sag mal, im Brandfalle, die meisten Leute bei einem Hausbrand sterben ja nicht durch die Flammen, sondern durch, durch die Gase, genau, durch den durch Rauch. Rauch. Durch den Rauch. Und das ist genau das, was also wir eigentlich nicht wollen. Der Scheiß, wenn er heiß wird, der räuchert nicht, ne? Also. Hohe Festigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, nicht brennbar. Alles Nachteile bei dem Zeug. Gibt es denn auch Vorteile hierfür? Ja klar. Das Zeug lässt sich kostengünstig in die Form bringen. Ja? So, aber da war die Frage natürlich jetzt gewesen, ja, wie heißt denn das Verfahren, mit dem wir das machen? Wie heißt das Verfahren, mit dem wir diese blöde Tüte hier sozusagen irgendwie herstellen?
Also Man da kann es nicht. auch fräsen. Nee, ja klar. Aber. Du könntest es wieder aus dem Vollen fräsen, aber da hättest du bei mir jetzt direkt mal 0 Punkte in der Aufgabe, weißt du? Das Verfahren, mit dem wir hier zu Werke gehen, heißt Spritzgießen. Gut. So, und das musst du, und das, genau das Spritz, also beides geht immer nicht, ne? Spritz. Mann, Alter, ey. Ah, die Sachen kriege ich hin. Nur die Sachen kriege ich hin. Das ist ja nur lernen, Genau. auswendig lernen, das ist ja mehr wie. Naja, Spritzgießen, genau. Aber du musst natürlich du musst natürlich die Vorteile und Spritzgießen im Übrigen, gilt ausschließlich für Kunststoffe, ne? Thermoplastik. Ja, für Thermoplaste. Und das wäre ja die Frage, aus welchem Material ist das Zeug? Denn am Ende musst du natürlich genau gucken. Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere unterscheiden sich wodurch? Ja, die einen sind warm umformbar, die Duroplast nicht umformbar, Ja. Elastomere auch nicht umformbar. Genau, aber die haben Ja, das natürlich schon. genau das hier, ne? Richtig schönes Dehnungsverhalten, wie so ein Autoreifen oder ein Gummiband oder was weiß ich, ne? Einverstanden? Gut, dann können wir sofort sagen, alles klar. Spritzgießen gilt nur für Kunststoffe, ne? Also Thermoplaste, ne? Aber das stimmt nicht ganz. Wir können auch duroplastisch Spritzgießen im Übrigen. Also, ich schreibe nur Kunst. Alle. Das können alle, hier steht es drin, auch die Elastomere werden spitz, kann man auch das Spitzgießenverfahren Genau. machen. Wo steht das drin? Das steht hier drin bei der Verarbeitung. Okay, alles klar. Da, so schnell habe ich jetzt gar nicht geguckt hier. Weil, wo siehst du das denn mit der Verarbeitung? Ach, hier, alles klar. Da, Verarbeitung. hier, alles klar. Genau. Also, wenn ich, ne, so, ich arbeite ja meistens nicht unbedingt mit dem Buch, sondern so in dem Inhalt, wie man dann da so auch so denkt, hätte ich beinahe gesagt. Gut, kannst du genauso machen. Und die Duroplaste werden auch Spritz gegossen. Das kommt einem so komisch. Und dann heißt es Spritzgießen, Spritzpressen, da weiß man immer nicht so genau. Aber wie ist denn das Material jetzt hergestellt? Magst du mir da gießen? Ist schon klar, ne? Weichglühen, Normalglühen, Grobkornglühen, ja, Rekristallisationsglühen und so weiter, ne? Rekristallisationsglühen und so weiter. Welche Härteverfahren kennst du denn? Einsatzhärten, ja, Oberflächenhärten. Und so weiter und so weiter, ne? Und beim Vergüten kenne ich eigentlich gar nicht so viel. Da kenne ich im Prinzip immer nur das Zwischenstufenvergüten und das war es dann auch schon. Also, ich glaube, wir beide haben ganz mühsam unsere 90 Minuten abgearbeitet. Kann das sein? So, und da kriegst du jetzt hier auch natürlich einen Kringel. Eine Seite, BE, so heißt er. Und was ich jetzt gerade in 90 Minuten mit dir gemacht habe, ist eigentlich nichts anderes, als dass ich dir gezeigt habe, was du alles können musst. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern im Prinzip auch im Großen und Ganzen gegeneinander abwägen können, die entsprechenden Zeichnungen dazu lesen können. Und das ist nur Fertigungstechnik. So, und dann geht das weiter, dass du da als nächsten Part hast, dann brauchst du immer auch Montagetechnik. Montagetechnik. Wie man. Ist die Betriebstechnik? Betriebstechnik machen wir gleich mit. Da habe ich hier praktisch meinen wunderbaren Pneumatikzylinder hier, weißt du? Zack, zack, zack. Der wird irgendwie angesteuert mit irgendwelchen Ventilen und so fort, weißt du? Und dann werden wir uns zumindest mal, was also Pneumatik und Hydraulik und so weiter angeht, damit befassen, welche Aufgaben da erforderlich sind, wie das entsprechend gerechnet wird und so fort und so weiter. Betriebstechnik läuft also auch wunderbar. Also Fertigungstechnik, Montagetechnik, Betriebstechnik. CNC gehört da noch mit rein, aber da kannst du dir dann, aber das kannst du ja mir beibringen, wenn du da jeden Tag an solchen Maschinen arbeitest, Ja, das ist aber das sind so die entsprechenden Themenfelder.